Folge 22 zu Let's Play World of Warships. Wir haben neue Torpedos. Und die werden wir jetzt auch einsetzen. Und zwar so effektiv wie nur irgends möglich. Jetzt sind wir aber schon in einem 6er-Gefecht. Da ist zum Beispiel die Mio Mexico. Und die haben 406 mm, nee, 356 mm Geschütze, glaube ich. Irgendwie in dem Dreh. In Mexiko? Muss ich mal nochmal gucken am besten. Also mir war so, als wäre das ein Schiff mit 406 mm Geschützen. Das ist jetzt in New Mexico, ja. Achso, ne, 356. Oder 306, aber dafür dreifache Schütze. Das Ding hat 12 Kanonenrohre dran. Ja. Das ist echt heftig. Ne, wir müssten 356 sein. Alles andere wäre unplausibel, weil 306 mm Schütze, davon 12 Stück, das hat ja schon die Wyoming. Wenn ich mich jetzt nicht irre, eigentlich irre ich mich da nicht. Theoretisch könnte man sich da ja nicht irren. Ich habe ja die Wyoming ja oft gefahren. Ich bin ja total wild jetzt auf diese Torpedo-Sache hier. Also die Torpedos sind schon echt geil. Vor allem, wenn man gleich mal 6 Stück davon loswerden kann. Naja, wie gesagt, wir werden jetzt erstmal weitermachen, so wie ihr habt. Versuchen denn damit auch unsere Punkte einzuheimsen. Auf jeden Fall teste ich jetzt erstmal die neuen Torpedos aus. Die machen jetzt nämlich ein bisschen mehr Schaden. Die sind jetzt schon bei 1440. Und, naja, so. Sagen wir mal so. Mehr als 2/3 mehr Schaden. Würde ich jetzt sagen. Ja, mehr so als 2/3. Na gut, okay. Wir werden aber noch mal ein bisschen hier rumschrauben. Ganz kurz, Entschuldigung dafür. Die Lautstärke der Musik machen wir mal höher. Okay, da oben wird schon rumgepoltert, deswegen super. Soundeffekte machen wir mal ein bisschen. Umgebungslautstärke machen wir mal so. Ich hoffe, das passt dann trotzdem. So. Wem natürlich voll, ja, es ist klar. Hier braucht man natürlich noch keine Torpedos zünden, ist ja noch kein Feind in der Nähe. Auch rein zufällig würde ich das jetzt nicht machen wollen. Okay, da vorne ist die gegnerische New Mexico. Das Ding hat 53.000 Lebenspunkte, ey. Man muss sich das mal vorstellen. Everan zum Beispiel, der spielt das Spiel auch und der wollte ja eine Maus irgendwie öfters mal auf so ein Panzer raufpacken, auf so ein Schiff raufpacken. Aber was bringt denn ja schon eine Maus? Das ist so ein 128 mm Geschütz. Puh. Das bringt nicht viel. Naja, wie ihr sagt, auf jeden Fall, wenn wir erstmal hier so ein bisschen rumdümpeln. Der hier fährt schon zurück, der hat keinen Bock mehr. Gut, okay. Da vorne ist aber schon ein Zerstörer, aber der ist dann auch gleich Geschichte. So wie ich das sehe. Also, er trifft mit seinen Torpedos. Ah, das sieht aber nicht so gut aus, oder? Oh oh. Jetzt wird's krachen. Schade, jetzt haben wir uns ablenken lassen. Aber wir können ja schnell wenden. Oh, Torpedobomber, noch so viele davon. Himmel. Vielleicht können wir da mal drillen und mal schnell die Luftsicherheit bewahren. Wir müssen da auf jeden Fall. Ich weiß, wir haben keine gute Flak eigentlich, aber trotzdem, wir müssen da was schaffen. Wir werden mal hier den Weg abschneiden. Ich glaube, wir sind zu weit entfernt dafür. Da vorne sind auch schon Jäger. Da ist eine 6er Staffel zum Beispiel.
da ist auch schon ein Zerstörer. Den werden wir auch, glaube ich, eher abfangen können. Obwohl, unsere Kumpels, die schießen ja schon eifrig drauf. Ich will echt nicht, dass unser Trägerschiff hier verloren geht. Da kommt auch schon wieder was an. Okay, der schießt auch schon ganz gut hier, die Cleveland. Oh ja, das wird jetzt heftig hier. Wenn der sich nicht bewegt. Scheiße, wie heißt denn der nochmal? Ja, den wird es jetzt hart erwischen. Wenn er jetzt rückwärts fährt, dann hat er sowieso schon verloren. Tschüss. Das war's schon für dich. Wie ich so betrachte, der brennt schon wie Sau. Wenn jetzt noch die Torpedos ankommen, dann ist sowieso vorbei. Da kommen sie. Und tschüss. Gut, das war schon mal einer. Jetzt kommen da noch die Bomben. Ah, verdammt. Sieht alles nicht so gut aus. Und wir kommen auch nicht ran. Schnell noch, um da... Wohl, warte mal. Ja. Gut, wir wurden schon mal entdeckt, aber das bringt ja trotzdem nichts. Das war nicht so gut. Zum Glück gibt es da keinen Schaden. Ah, verdammt. Aber ey, unser Trägerschiff lebt noch. Das ist erstaunlich. Jetzt drehen wir mal den Spieß mal um. Blasen zum Angriff. Die sind nämlich schon nah an unserem Posten da. Wir werden uns mal so ein Kreuzer, so ein Schlachtschiff mal schnappen und vernichten. Ich hoffe, das ist jetzt mit dem Sound ein bisschen besser geworden. Ich weiß, jetzt ist noch nicht viel passiert. Wir wollten unseren Carrier schützen, aber wir haben ja auch nicht die beste Luftabwehr hier. Oh, da sind sie. Vorne wird schon hart geschossen. Von unserer Aoba. Oh, den können wir aber kriegen. Was haben wir da? Eine Furutaka, okay. Das ist ein Stufe 5 Schiff. Nehmen wir 5 dazu. Zu wenig, wa? Ja. Nehmen wir mal auf 10. Das ist ja auch noch was. Wirklich getroffen haben wir auch nicht. Was zielt denn der gerade? Achso, gut. Alles klar. Hat sich dann erledigt. Treffen tun wir wirklich nicht mit unserer kleinen Flak, die da ist. Naja, ich sollte selber lieber der Schütze sein. Würde ich mal treffen. So, da vorne ist auch wieder ein bisschen was los.
Und da kommt auch schon ein. Okay, den sind doch dahin gerafft. Der hat zu viele Jäger. Ist ja auch nicht anders zu erwarten. Aber wir kriegen ja auch nicht mehr ab hier, so wie es scheint. Aber die Jäger verziehen sich, deswegen können wir ja mal auf offener See mal rüberfahren. Da vorne, den kriegen wir aber. Ah, na gut, okay. Die nehmen wir dem voll die Breitseite hier, die New Mexico. Das ist das Ding Hochgeschichte. Okay, da ist eine Cleveland noch. Wir werden jetzt nicht schießen. Wir werden schön warten, bis wir da nahe noch rangekommen sind. Aber gegen zwei Schlachtschiffe, da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Sobald wir entdeckt wurden, zünden wir unsere Rauchbomben. Unsere Nebelwand, um besser gefallen. Besser klarzustellen. Und dann kriegt er da auf den Sack. Hält er wohl auch nicht so lange. Gut. Entdeckt wurde ich. Oh ja, da ist eine ganze Menge los. Wir drehen mal bei. Zu weit entfernt für die für die Torpedos. Ja, der will mich. Ja, der andere auch. Ja, wir drehen ab. Dann kriegen wir den von der anderen Seite, denn ist Ohrgeschichte. Wir stellen schon mal um auf den schmaleren Grat. Oh, der traut sich aber. Okay, 5 zu 4 steht es jetzt momentan. Und da oben nehmen sie schon gleich die Basis von denen ein. So. Das ist ein Trägerschiffchen von denen. Die sind auch abgelenkt. Die wollen sie auch verflügen, wa? Oh, jetzt aber hier. So, hier habe ich euch mal den Grund auszuweichen, um dann näher an euch ranzukommen. Haltet schön die schmalen Geschütze zu mir, genau. Dann kriege ich euch noch besser. Ah, Eda trifft aber. Und hat einen schönen Schaden hinterlassen. Noch 10 Sekunden, dann kriegst du die nächste Packung. Ah, ich darf. Oh, okay. Okay, mäßiger Schaden. Jetzt aber überleben. So, jetzt kriegst du den Rest. So. Ah, ich glaube, das reicht nicht ganz. Nee, es reicht nicht. Schade. Der nimmt mir jetzt gleich aufs Korn. Autsch. Ich hätte mir das auch besser machen können. Diese Frontalaktion darf ich nicht machen. Na gut, raus hier.
Gut, okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst euch YouTube bis zum nächsten Mal. Ich werde es besser machen. Versprochen. Bis denn.